Im zweiten Teil des Psychoakustik-Videos geht es um Teiltongruppierungen und um den Verdeckungseffekt. Wer sich mehr mit den Details beschäftigen möchte, von Hugo Fastel und Eberhard Zwicker gibt es ein sehr umfangreiches Buch zu diesem Thema. Hieraus sind im Folgenden auch ein paar Beispiele entnommen. Hörwahrnehmungen finden im Frequenzbereich zwischen 20 Hz und etwa 20 kHz statt. Der Dynamikbereich ist mit etwa 7 Zehnerpotenzen beim Schalldruck ziemlich groß. Nach unten wird diese Hörfläche durch die Ruhehörschwelle begrenzt. Das ist diese unterste Linie. Ein Schall, der unterhalb der Linie liegt, wird nicht gehört. Beispielsweise muss so ein 50-Hertz-Ton wenigstens einen Schallpegel von 40 dB haben, um überhaupt gehört zu werden. Ist sein Pegel niedriger, kann man ihn nicht hören. Hier sind nach oben auf den Ordinaten mehrere Größen dargestellt. Hier rechts der Schalldruck. Der Schalldruck hat die Einheit Pascal. Ein Pascal ist ein Newton pro Quadratmeter. Wenn man ihn logarithmiert, kommt man zum Schalldruckpegel, englisch Sound Pressure Level, der ist hier dargestellt. 20 mal Logarithmus P, P ist das Formelzeichen für einen Schalldruck, bezogen auf P0, P0 ist 20 Mikropascal. Hier steht der Schalldruck, 20 Mikropascal ist hier unten, dem ist der Wert 0 dB zugeordnet und da geht es rauf zu den großen Lautstärken. Alternativ kann man eine Schallintensität darstellen, Watt pro Quadratmeter. Und da sieht man, das geht von sehr kleinen Werten, 10 hoch minus 12 Watt pro Quadratmeter, bis etwa 100 Watt pro Quadratmeter. Oder eben, dass man nicht immer diese Zehnerpotenzen mitschleppen muss. Der Pegel um 0 dB ist im mittleren Frequenzbereich die Hörschwelle. Hier geht es auch noch knapp unter 0 dB. Das wären dann so vielleicht 10 Mikropascal. In diesem Frequenzbereich ist das Gehör am empfindlichsten. Zu tiefen Frequenzen hin wird es unempfindlicher. Bei 20 Hertz braucht man zum Beispiel schon 70 dB Schallpegel, um überhaupt eine Hörwahrnehmung zu erzeugen. Zu hohen Frequenzen ist der Anstieg sehr steil, über 20 kHz hört kaum mehr jemand was, auch wenn das in esoterischen Zeitschriften manchmal anders dargestellt wird. In Psychoakustikkreisen ist das seit Jahrzehnten nicht mehr das Diskussionsthema. Mit zunehmendem Alter nimmt diese obere Hörgrenze sogar noch ab. Wenn man sehr jung ist, kann man schon noch so gerade eben 20 kHz hören, aber mit zunehmendem Alter wird es dann immer schlechter. Ein Grund dafür, gibt mehrere Gründe, die Pathologie steht jetzt hier nicht im Zentrum, ein Grund, Hörschäden durch zu laute Beschallung. Diese Hörschäden beginnen dann gerne in diesem Frequenzbereich. Das sind Ergebnisse von Leuten, die angeblich, sagt die Literatur, zu laut Musik gehört haben. Nun ja, es können auch andere Geräusche sein. Im Berufsleben ist man ja auch hohen Schallpegeln ausgesetzt. Hier oben ist die Grenze für die Gehörgefährdung. Im mittleren Frequenzbereich sind wir hier bei Schallpegel von 90, knapp drunter, manche sagen ab 80 dB bei Dauerbeschallung, ganz fürs Gehör gefährlich werden. Und bei sehr hohen Pegeln, so ab 120 dB, kommt man dann schön langsam zur Schmerzschwelle. Sprache spielt sich meistens in diesem Frequenzbereich ab, Musik in etwas größerem, wobei man bei Musik immer sagen muss, durch den Einzug der Synthesizer haben sich da auch die Bereiche etwas erweitert. Wenn es um die Wahrnehmung von Gitarrentönen und deren Sustain geht, ist die Verdeckung ein wichtiges Kriterium. Gemeint ist damit Folgendes. Kleines Gedankenexperiment. Ein Sinuston, 1000 Hertz, hat einen Schalldruckpegel von 80 dB. Gleichzeitig wird ein zweiter Sinuston mit einer höheren Frequenz dargeboten, dieser grüne.
Und die Frage lautet nun, ist dieser grüne Ton hörbar? Er liegt eindeutig über der Ruhehörschwelle, die wir etwa hier, da liegt er deutlich drüber und wenn man den alleine darbietet, ist er hörbar. Ist aber gleichzeitig dieser rote Ton eingeschaltet, hört man den grünen Ton nicht, er wird verdeckt. Diese Verdeckung könnte man als das Leakage des Gehörs bezeichnen. Ein lauter Ton erregt im Innenohr bei den Rezeptoren einen großen Bereich, sodass dann alles, was unter dieser roten sogenannten Mithörschwelle liegt, nicht mehr gehört wird. Wenn also hier drunter weitere Töne sind, alles, was da unten ist, wird nicht gehört, es wird verdeckt von dem roten Ton. Dieser rote Ton wird in der Psychoakustik dann Maskierer genannt, der grüne Ton ist der Testton. Jetzt erhöhen wir mal in Gedanken den Pegel dieses Testtons, sodass er über die rote Mithörschwelle drüber kommt und dann beginnt er hörbar zu werden. Je höher sein Pegel, desto lauter wird er. Jetzt erzeugt dieser grüne Ton seinerseits eine Mithörschwelle und verdeckt beispielsweise diesen blauen Ton. Ist nur der blaue Ton da, wird er gehört, weil er über seiner Ruhehörschwelle liegt. Schaltet man den roten Ton dazu, wird der blaue auch noch gehört, weil er über der Mithörschwelle des roten Tons liegt. Schaltet man jetzt aber den grünen Ton ein, wird der blaue Ton nicht mehr gehört, er wird verdeckt. Die Verdeckungskurven, die Mithörschwellen, sind in komplizierter Weise pegelabhängig. Wir sehen hier ein Beispiel, verdeckt wird mit einem Schmalbandrauschen bei 1000 Hertz. So in etwa Terzbreit könnte man sagen, genau Frequenzgruppenbreit, aber das vertiefe ich jetzt hier nicht, sagen wir mal circa Terzbreit. Man nimmt gerne Rauschen, und zwar Schmalbandrauschen hier, um Schwebungseffekte auszuschließen. Schmalbandrauschen mit einem Pegel von 20, 40, 60, 80, 100 dB. Und dann wird ein Testton von tiefen Frequenzen beginnend durchgefahren und die Versuchsperson muss die einfache Frage beantworten, ist dieser Testton hörbar oder nicht. Er muss oberhalb der jeweiligen Mithörschwelle liegen, dass er hörbar wird. Da sieht man, diese Mithörschwellen fallen zu tiefen Frequenzen hin sehr steil ab, zu hohen Frequenzen hin flacher. Und dieser Abfall hier, diese sogenannte obere Flanke, ist pegelabhängig. Wenn das Rauschen leise ist, ist die obere Flanke etwas steiler. Und wenn es dann lauter wird, wird diese obere Flanke flacher. Das sind nun Mittelwerte, die aus einer Vielzahl von Versuchspersonen gewonnen wurden. Die obere Flanke unterliegt durchaus individuellen Streuungen. Das Ganze können wir jetzt mal in einem Versuch anhören. Wichtig ist, hier steht Kopfhörer. Wenn man solche Versuche mit Sinustönen im Raum macht, über Lautsprecher wiedergegeben, auch wenn es ein guter Lautsprecher ist, dann kann sein, dass der Sinuston in einem Rauminterferenzminimum verschwindet. Durch die Reflexionen des Lautsprecherschalls an den Wänden, an Einbauten, werden stehende Wellen im Raum erzeugt. Es gibt ein Interferenzmuster, an einigen Punkten im Raum ist lauter, an anderen ist leiser. Deswegen mit einem Kopfhörer abhören. Man hört hier ein schmalbandiges Signal im Bereich um 1000 Hertz und dazu nacheinander verschiedene Sinustöne. Die haben zunächst einen höheren Pegel, da sollte man alle diese Töne, die werden nacheinander dargeboten, da sollte man alle diese Töne hören. Dann wird der Versuch wiederholt, die Sinustöne haben jetzt einen kleineren Pegel, und da müsste dieser mittlere verdeckt sein. Und wenn man es dann mit noch kleinerem Pegel abspielt, wohlgemerkt, die Pegelanpassung erfolgt bei dem Schall, nicht selbst am Lautstärkeregler drehen.
Wenn man es dann mit noch kleinerem Pegel wiedergibt, dann sind diese mittleren Töne hier verdeckt. Das Rauschen sollte so eingestellt werden, dass es gut laut, aber nicht extrem laut ist. Es sollte nicht ganz leise sein, denn wie wir gerade gesehen haben, die obere Flanke ist pegelabhängig. Im Originalexperiment hatte dieses Rauschen 80 dB. Hören wir mal rein. Das ist der Verdeckungseffekt. Nun wieder mehr zurück zur Elektrogitarre. Hier ein Spektrum, eine angezupfte tiefe E-Saite. Zu verschiedenen Zeiten wird das Spektrum aufgenommen. 0 bis 46 Millisekunden ist direkt nach dem Anzupfen, eine halbe Sekunde später, eine Sekunde später. Die Maxima dieser spektralen Kurven hier zeigen die einzelnen Teiltöne. Erste, zweite, dritter Teilton, vierter, fünfter, sechster, siebter, achter und so weiter. Die Teiltonpegel nehmen als Funktion der Zeit ab. Und jetzt kann man natürlich da schon erwarten, dass da auch Verdeckungen passieren. Wenn Teiltöne hier im Pegel abnehmen, werden sie von den pegelstarken, tieffrequenten Tönen verdeckt. Und was da unten passiert, ist nicht mehr hörbar. Auch so eine Abnahme ist bedeutungslos. Wenn jetzt hier unten der Pegel schwankt, wird es von anderen Teiltönen verdeckt sein. Man wird es nicht mehr hören. Aber das sollte man jetzt natürlich noch ein bisschen genauer anschauen. Ein Beispiel. Hier wird jetzt ein synthetisierter Gitarrenton mit einem realen Gitarrenton verglichen. Beide dauern 3 Sekunden. Im oberen Bild das Spektrogramm. Die Zeit von 0 bis 3 Sekunden, erster Ton, und danach der zweite Ton, wiederum 3 Sekunden Dauer. Von unten nach oben die Frequenz. Man sieht einzelne harmonische. Der erste Ton ist synthetisiert. Er ist aus Teiltönen aufgebaut, deren Pegel linear über der Frequenz abklingt. Eine lineare Pegelabnahme, also gemäß einer Geraden, bedeutet, dass hier die Hüllkurve des Schalldrucks exponentiell abnimmt. Logarithmus von Exponentialfunktion gibt er gerade. Rechts ein realer Gitarrenton. Da sieht man eine leichte Schwankung. Die ist nun absichtlich bei dieser Synthetisierung nicht nachgebildet. Es wäre nicht schwierig, da so eine Schwankung drüber zu legen, aber genau das sollte nicht passieren. Die Frage ist, wie gut kann das Gehör solche Schwankungen detektieren? Im ersten Bild ist hier der Pegelabfall der ersten harmonischen, des Grundtons oder des ersten Teiltons gezeigt. Im rechten Bild die Pegelabnahme des zweiten Teiltons, die Musiker würden sagen, ist der erste Oberton. Hier kann man es erkennen, die Linie geht hier beim zweiten Teilton durch und der zeigt hier schon eine ganz deutliche Schwebung. Hier ist die Pegelskala 70 dB, 72, 74, 76 dB. Diese wesentliche Schwankung ist nicht nachgebildet, aber ja, wie klingt das? Hören wir da mal rein. Hört jeder diese starken Schwebungen? Ich spiele es nochmal vor.
Ja, man kann schon unterscheiden. Das sind zwei leicht unterschiedliche Töne, aber ist der Unterschied so groß, wie es hier dargestellt wird? Gehen wir mal weiter zum nächsten Bild. Das ist jetzt der dritte Teilton. Hier erkennt man es. Deutliche Schwebung und beim vierten ebenso. Also in der Realität gibt es dadurch ganz wesentliche Schwebungen, die von der DFT-Analyse deutlich dargestellt werden. Das Gehör bewertet es anscheinend nach eigenen Kriterien. Fünfte, sechste harmonische, immer links der Pegelabfall des synthetisierten Signals. Die Frequenzen wurden so eingestellt, dass sie übereinstimmen, aber der Abklingvorgang wurde einfach durch eine Gerade angenähert. Siebte, achte harmonische, oder ja, harmonisch, sagen wir lieber Teilton, weil es ja ganz leicht gespreizte Töne sind. Man erkennt auch hier in diesem Bild, dass da einige Teiltöne stark strukturiert sind, schwebend abklingen, was hier herüben nicht nachgebildet ist. Trotzdem sind es doch relativ ähnliche Klänge. Das Ganze schauen wir jetzt mal in einer Offline-Analyse noch genauer an. Hier ist dieser Vergleich links der synthetisierte Gitarrenton mit pegellinear abklingenden Teiltönen, rechts der reale Gitarrenton. Leere D-Seite jeweils 3 Sekunden. Unten ist das Spektrum zu sehen. Das zeigt doch sehr deutlich die Unterschiede. Beim ersten Schall ganz gleichmäßiges Abklingen und beim zweiten Schall schwebendes Abklingen einzelner Teiltöne. Da gibt es durchaus Teiltöne, die sehr gleichmäßig abklingen. Jetzt ist hier unten das Abklingen eines Teiltonpegels dargestellt, in diesem Fall ca. 2,8 kHz. Beim synthetischen Ton geht es sehr schön gleichmäßig runter und auch beim realen Gitarrenton findet man nur wenig Schwankungen. Aber wenn man jetzt hier andere Teiltöne nimmt, da wird es ein bisschen mehr. Zum Beispiel hier, das ist ganz extrem, eine ganz starke Schwankung, Schwebung bei der realen Gitarre, die durch ein ganz glattes Abklingen synthetisiert wurde. Oder auch hier bei diesem Teilton extrem starke Schwebungen. Sind die hörbar? So gut wie nicht. Ein Grund für die schwache Hörbarkeit dieser Schwebungen ist die Verdeckung. Ein weiterer Grund ist die Gruppierung benachbarter Teiltöne. Nur die ganz tiefen Teiltöne eines Gitarrentons werden vom Gehör einzeln aufgelöst. Ab mittleren bis in hohe Frequenzen wird dann gruppiert. Das heißt, benachbarte Teiltöne werden gemeinsam vom Gehör verarbeitet und nicht einzeln aufgelöst. Nach der einfachen Psychoakustiktheorie ist die Breite dieser Frequenzfilter, Frequenzgruppenbreite genannt, tieffrequent 100 Hertz breit, ab 500 Hertz dann 20% breit, das ist die schwarze Kurve. Der genauere Verlauf, wenn man nicht diese einfache Näherung nehmen will, liefert die blaue Kurve, sieht sehr ähnlich aus. Und dann gibt es aber noch eine alternative Darstellung, die ERB-Skala, die äquivalente Rechteckbandbreite, die sich durch andere Messtechnik ergibt. Auf die Details will ich hier gar nicht so sehr eingehen, weil tiefe Teiltöne vom Gehör sowieso getrennt verarbeitet werden. Aber so ab mittleren und hohen Frequenzen wird dann gruppiert und da ist zwischen der blauen und der roten Kurve kein besonders großer Unterschied mehr. Man darf diese Gruppierung aber nicht mit der Frequenzunterschiedsschwelle verwechseln. Das bedeutet jetzt nicht, dass Tonhöhen erst unterschieden werden können, wenn sie sich tieffrequent um mindestens 100 Hertz unterscheiden. Das sind zwei getrennte Leistungen des Gehörs.
Die Gruppierung ist etwas anderes als die Frequenzunterschiedsschwelle. Benachbarte Teiltöne werden gruppiert, das heißt zusammengefasst und gemeinsam verarbeitet. Und die Breite für diese Zusammenfassung wird hier durch die blaue bzw. die rote Kurve angegeben. Und das sieht man jetzt hier im Kilohertz-Bereich, ist diese Breite doch mehrere hundert Hertz. Das heißt, da fallen dann je nach Grundtonfrequenz 3, 4, 5 Teiltöne in eine Gruppe und werden gemeinsam verarbeitet. Und wenn jetzt einer von 5 Teiltönen zum Beispiel eine Schwebung hat und die anderen 5 haben keine oder eine schwache Schwebung, dann ist der Gesamteffekt nur noch sehr gering. Dazu einen speziellen Versuch. Ein synthetischer Ton ist aus vielen einzelnen Teiltönen aufgebaut. Wir sehen hier von links nach rechts die Frequenz. Das ist der Grundton, also der erste Teilton, der zweite, dritte, vierte und so weiter. Hier oben wieder das Farbspektrogramm. Über der Zeitdauer, die hier 4 Sekunden beträgt, sieht man, dass höher frequente Teiltöne schneller abnehmen, tiefer frequente langsam. Zusätzlich erkennt man aber beim ersten Ton eine Schwebung im Grundton. Hier nach kurzer Zeit hat dieser Grundtonpegel auch schon ein bisschen abgenommen und im Laufe der Zeit schwebt er dann auf und ab. Das ist hörbar, weil von noch tieferen Frequenzen keine Verdeckung kommt und die untersten Teiltöne vom Gehör einzeln verarbeitet werden. Beim mittleren Beispiel ist jetzt ein höher frequenter Ton, so knappe 4 kHz, der hier moduliert, sodass nur dieser höher frequente Ton schwebt. Und da muss nun jeder selbst entscheiden, ob er diese Schwebung hört. Wenn, dann ist sie extrem schwach ausgeprägt. Beim letzten Beispiel sind nun mehrere benachbarte Töne gemeinsam moduliert und da ist nun die Schwebung schon wieder deutlicher hörbar. Das Gehör gruppiert in diesem Bereich, wenn jetzt alle Teiltöne dieser Gruppe mit demselben Rhythmus schwanken, dann wird es gehört. Wenn von dieser Gruppe aber nur ein einzelner schwankt, dann ist die subjektive Wirkung nur sehr gering. Gehen wir mal zur Offline-Analyse. Hier sind die 3 Farbspektrogramme. Hier unten ist ein Längsschnitt über den Grundton, über den ersten Teilton. Man sieht, beim ersten Ton gibt es eine starke Schwebung. Bei den anderen beiden Tönen nimmt der Grundtonpegel linear über der Zeit ab. Hören wir mal rein. Beim ersten Ton ist beim Grundton die Schwebung zu hören. Beim zweiten Ton schwebt dieser hohe Teilton. So sieht es jetzt aus, Längsschnitt bei diesem Teilton. Beim ersten Ton nimmt der Teiltonpegel nach einer linearen Funktion ab. Beim zweiten Beispiel ist dieser Teilton moduliert. Und beim dritten Beispiel ist jetzt die ganze Gruppe moduliert. Der ist jetzt hier nicht moduliert, sondern wie man hier gut sehen kann, sind hier oben 7 Teiltöne in gleicher Weise amplitudenmoduliert. Und das hört man jetzt wieder. Mit einem Programm, das die Verdeckung mitberechnet, also diese obere Flanke hier zum Beispiel und vor allen Dingen hier, kommt man näher an die Gehörwahrnehmungen ran. Hier sieht man jetzt oben die sogenannten Lautheitsspektrogramme. Beim ersten Schall erkennt man hier jetzt die Schwebung im tieffrequenten Bereich. Und wenn man jetzt einen Längsschnitt in dieser höher frequenten Frequenzgruppe macht, dann sieht man jetzt beim ersten Ton und beim zweiten Ton ist praktisch keine Schwebung erkennbar. Aber dann beim dritten Ton, wenn mehrere Teiltöne moduliert werden, dann bemerkt auch das Gehör, dass in dieser Frequenzgruppe
eine Schwankung stattfindet. Die Lautheitsanalyse gehört zur Wirkungsforschung und die ist von der Ursachenforschung zu trennen. Bei der Ursachenforschung geht es um die Frage, welche Quelle verursacht bestimmte Signaleigenschaften, zum Beispiel Modulationen. Wie groß ist der Modulationsgrad, die Modulationsfrequenz, wo kommen diese Modulationen her, was ist die mechanische Ursache oder auch bei der Dämpfung, an welcher Stelle tritt die Dämpfung auf. Bei der Wirkungsforschung ist die Fragestellung eine andere. Wie ist die auditive Wahrnehmung dieser Signaleigenschaft, also zum Beispiel dieser Modulation? Wenn sie objektiv im Signal vorhanden ist, bedeutet das ja nicht, dass sie hörbar ist. Eine Frage könnte also sein, sind Modulationen überhaupt hörbar? Wie stark sind sie hörbar? Wie schnell ist die Modulation? Die Psychoakustik unterscheidet hier schnelle Schwankungen, die dann Rauigkeit genannt werden, und langsame Schwankungen, die mit der Größe Schwankungsstärke quantifiziert werden. Wer sich mehr für diese Thematik interessiert, findet sehr umfangreiche Informationen in Fastl-Zwickers Buch Psychoacoustics. Bei der Elektrogitarre, um die geht es letztendlich ja, mal wieder ein Blick aufs Spektrum, also auf eine objektive Analyse, ein E-Dur-Akkord, die einzelnen Saiten, das Abklingen der einzelnen Teiltöne, hier zum Beispiel auf der hohen E-Seite der Grundton, der zweite Teilton, dritte, vierte, fünfte und so weiter. Wie schon ein paar Mal erläutert, hochfrequente Teiltöne klingen schneller ab als tieffrequente. Wenn man im Schall tieffrequente Töne betont, ist das Sustain länger. Wenn man höherfrequente Töne betont, ist das Sustain kürzer. Die Filterung des Signals hat deswegen einen wesentlichen Einfluss auf das subjektiv empfundene Sustain. Mit der Klangregelung, dem Tone Stack eines Verstärkers, kann man ja im Höhenbereich oder im Tiefenbereich bis zu 30 dB Pegeländerungen vornehmen. Einige Verstärker bieten auch die Möglichkeit, im Mittenbereich die Schallpegel ganz gewaltig zu verändern. Und da ist natürlich klar, wenn ich jetzt bei einem Signal die Tiefen absenke und die Höhen betone, und in den Höhen ist das Sustain kurz, die Dämpfung der Seitenschwingung groß, dann nehme ich einen perkussiven, schnell abklingenden Ton wahr und sage, das Sustain ist kurz. Wenn man auf der anderen Seite die Bässe betont und die Mitten die Höhen absenkt, hört man einen lang nachklingenden Ton, obwohl die Gitarre in allen Fällen dieselbe sein kann. Filtern ändert das subjektiv wahrgenommene Sustain, und fürs Filtern gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist der Verstärker, natürlich auch der Lautsprecher. Eine weitere sind die Tonabnehmer. Ein Humbucker hat ja bekanntermaßen, hier oben sehen wir ein vereinfachtes Schnittbild, zwei Bereiche, in denen die Seitenschwingung abgetastet wird. Das da oben sei die Saite, hier ist sie am Steg gelagert, hier ist ein Tonabnehmer. Und weil nun die Saite in zwei Bereichen abgetastet wird, ergibt sich ein Filter, das man durch einen Digitalfilter mit Laufzeiten sehr einfach nachbilden kann. Und man kommt dann zu so einer Filterstruktur mit unter anderem einem FER-Filter hier und einem anderen FER-Filter hier. FER-Filter geben eine Kammfilterübertragungsfunktion, wie wir sie hier sehen. Und die senkt jetzt im Falle einer typischen Gibson mit den typischen Gibson-Humbuckern im Bereich um 3-4 kHz ganz gewaltig die Höhen ab. Das heißt also, der Ton hat einen höheren Pegel in den tiefen Frequenzlagen, da ist das Sustain länger, und allein aufgrund dieser Filterung kann man natürlich zu dem subjektiven Ergebnis kommen, ich empfinde bei der Les Paul oder bei einer mit Humbucker ausgerüsteten Gitarre das Sustain als länger. Jo, ist eine subjektive Empfindung, da kann man nichts dagegen sagen. Problematisch wird es in dem Moment, wo man nun dieses Sustain dem Holz der Gitarre zuschreibt und sagt, aufgrund der speziellen Holzkonstruktion
hat eine bestimmte Gitarre, zum Beispiel eine Les Paul, ein längeres Sustain? Nö, beim Holz findet man da keinen Grund. Hier mal ein Beispiel, eine Messung, Pegelabnahme, in diesem Fall von einer Stratocaster, zwei verschiedene Messungen, wie sie in der Akustik gebräuchlich sind. Einmal wird der sogenannte Linearpegel gemessen. Der Pegel in der Filtereinstellung linear. Dieser Begriff ist sehr problematisch. Da muss man genau wissen, was gemeint ist. Linearität hat verschiedene Bedeutungen. In diesem Fall ist gemeint, dass alle Teiltöne in gleicher Weise bewertet werden. Es erfolgt also eigentlich, muss man sagen, keine Filterung. Im Gegensatz zu diesem Pegel, der A-Pegel, hier ist das A-Filter eingeschaltet. Es gibt verschiedene Filter, die mit Buchstaben bezeichnet werden. Das A-, B-, C-Filter, auch ein D-, ein E-Filter. Beim A-Filter, wie wir es hier oben sehen, werden tiefe Frequenzanteile und hohe Frequenzanteile abgesenkt, um in ganz grober Näherung die Gehöreigenschaft nachzubilden. Wie ich schon früher in einem anderen Video gezeigt habe, ist ja das menschliche Gehör bei tiefen und hohen Frequenzen etwas unempfindlicher und das wird mit diesem A-Filter in sehr grober Näherung nachgebildet. Nun, ob diese Näherung grob oder gut ist, sie ist standardisiert, in der Akustik wird sehr häufig mit dem A-Filter gemessen und der Pegel ist dann der A-Pegel oder der A-bewertete Pegel und wird dann zum Beispiel in dBA angegeben. Hier sehen wir eine Seite angezupft Pegel. Das A-Filter ergibt diesen Verlauf, weil es die lang nachklingenden tieffrequenten Anteile absenkt. Mit linearer Bewertung ergibt sich diese Pegelabnahme. Es ist in beiden Fällen derselbe Ton und natürlich auch dieselbe Gitarre. Und allein aus diesem Bild sieht man jetzt das Problem, wie lang ist jetzt das Sustain, was soll man hier angeben? Der Vergleich mit einer Les Paul wird vielleicht all die Les Paul-Besitzer nun wieder etwas beruhigen, die es als eine Art Blasphemie betrachtet haben, zu sagen, die Les Paul hätte nicht nahezu unendliches Sustain. Der Vergleich Stratocaster gegen Les Paul zeigt bei diesen Breitbandpegelmessungen in den Schwebungen Unterschiede, aber im grundsätzlichen Abklingverhalten sind die Gitarren doch ähnlich. Das geht, wenn man hier über 10, 15 Sekunden misst, auf ähnliche Werte runter. Daraus darf man jetzt nicht schließen, dass diese Gitarren dann auch gleich klingen, denn die Abnahme einzelner Teiltonpegel ist schon sehr unterschiedlich. Ich habe ja schon gezeigt, dass bei der Les Paul einen Bereich gibt, so um 2 kHz, in dem die Dämpfung wesentlich größer ist, da nehmen die Teiltöne der Les Paul schneller ab als bei der Strat. Breitbandig gewinnt halt der Pegel immer, der am größten ist. Der bestimmt dann die breitbandige Pegelabnahme. Und da finden sich bei beiden Gitarren ein paar Teiltöne, die langsam abklingen und nun für diese Breitbandmessungen vergleichbare Ergebnisse liefern. Wie sich objektive Messungen und subjektive Empfindungen unterscheiden können, demonstriert auch das folgende Beispiel. Das habe ich schon mal präsentiert, ein synthetischer Gitarrenton. Das ist ein synthetischer Ton, dessen Teiltonpegel abklingen. In den Tiefen langsame Abnahme, in den Höhen eine schnelle Abnahme. Hier sind jetzt als Besonderheit 7 einzelne Teiltöne Amplituden moduliert. In dem Längsschnitt erkennt man hier unten, dass der Pegel dieses Teiltons über der Zeit schwankt und auch die Nachbartöne hier nach oben hin schwanken in ihrem Pegel in gleicher Weise. Im zweiten Beispiel sieht es recht ähnlich aus. Ja, die Farbe ist hier, kann man erkennen, schon ein bisschen mehr ins Blau gegangen. Hier habe ich mal den typischen Tiefpass eines Tonabnehmers drüber gelegt und
im Bereich, in dem typischerweise Tonabnehmerresonanzen sind, eine kleine Filterung vorgenommen. Das sieht man unterm Bild. Im ersten Beispiel sind die Pegel konstant, im zweiten Beispiel sind sie gefiltert, sodass hier bei ca. 2 kHz eine kleine Resonanzüberhöhung passiert und dann ein Abfall zu hohen Frequenzen hin. Und zu diesem Zeitpunkt ist dieses Spektrum unten ermittelt worden. Zu dem Zeitpunkt ist die Hüllkurve der Modulation gerade im Minimum. Deswegen sind diese Teiltöne hier abgesenkt. Und hierzu gibt es jetzt den Schall. Beim ersten Ton müsste hochfrequent eine Schwebung hörbar sein, die beim zweiten Ton schwächer ist oder vielleicht sogar gänzlich unhörbar. Teiltongruppierung und Verdeckung passieren im Gehör. Daneben gibt es aber auch noch in der Hardware Gründe für unterschiedliches Sustain, insbesondere Übersteuerungen im Verstärker. Hier sieht man zwei verschiedene Pegelabnahmen. Das ist der L-Pegel, der linear unbewertete Pegel, von einem Stratocaster-Ton, einmal mit Verzerrung, also Übersteuerung im Verstärker, und einmal unverzerrt, clean. Im unverzerrten Fall nimmt der Pegel über 15 Sekunden um 25 bis knapp 30 dB ab. Wenn man den Verstärker übersteuert, dann bleibt zu Beginn der Pegel nahezu konstant, nimmt nur wenig ab und erst das spätere Abklingen ist dann entsprechend dem hier unten parallel verschoben. Wenn man nun zum Beispiel eine Stratocaster mit einer Les Paul vergleicht oder allgemeiner eine Single-Coil-Gitarre mit einer Humbucker-Gitarre und hat den Verstärker in beiden Fällen gleich eingestellt, dann ist gut möglich, dass der Humbucker im Verstärker bereits für Übersteuerung, also für Signalbegrenzung, für Clipping sorgt. Denn Humbucker können gegenüber Single-Coil-Tonabnehmern durchaus die 2- bis 3-fache Spannung abgeben. Und dann hat der Humbucker-Ton das längere Sustain. Und wenn einer sagt, für mich hat diese Humbucker-Gitarre das längere Sustain, ja, das ist dann so. Man darf nur nicht den Fehler machen, diese Hardware, diese Verstärkereffekte auf die Gitarre und ihr Holz zurückzuführen. Da wäre man dann auf dem sogenannten Holzweg. Und dann gibt es noch einen letzten Grund, den ich hier anführen möchte, für schlechtes Sustain. Das hat jetzt mit der Psychoakustik wieder gar nichts zu tun. Das ist die Seitenlage der Gitarre, also die Höhe der einzelnen Bünde. Hier mal durchgemessen eine zugegeben sehr billige Gitarre mit einem katastrophal schlechten Hals. Wenn man hier in der mittleren Lage spielt, dann schlägt die Saite hier hinten auf die Bünde auf und das verkürzt natürlich das Sustain. Wenn jemand so eine schlechte Gitarre hat oder eine gute Gitarre mit schlechtem Griffbrett, einfach mal den Steg hochdrehen und schauen, ob dann auch das Sustain zu schlecht ist. Wenn es dann besser wird, könnte man zu einem guten Gitarrenbauer gehen und mal die Bünde abschleifen lassen. Das Fazit auf wenige Sätze zusammengefasst: Eine absolute Obergrenze für das Sustain setzen Dämpfungsmechanismen, die direkt in und an der Saite angreifen. Das sind innere Verluste im Metall, Reibungsverluste, Strahlungsdämpfung dadurch, dass sich die Saite in Luft bewegt. Das habe ich im Tutorial T26 erläutert. Mitschwingende Stege oder Restsaiten oder Saitenhalter verkürzen das Sustain. Wenn Sustain lang sein soll, soll möglichst nur die Saite schwingen und sonst nichts. Angekoppelte Resonatoren erzeugen Schwebungen. Das können Teile des Steges sein, das können Restsaiten sein, das können aber auch zwei zueinander orthogonale Schwingungsebenen der Saite sein.
Nicht alles, was im FFT-Spektrum zu sehen ist, ist auch zu hören. Das ist die klassische Domäne der Psychoakustik. Hochfrequente Teiltöne klingen schneller ab als tieffrequente, deshalb verändern Filterungen das subjektiv wahrgenommene Sustain. Filterungen, das kann vom Tonabnehmer kommen, Humbucker senken den Bereich um einige Kilohertz ab, das ist seitenspezifisch, siehe Physik der Elektrogitarre. Das kann aber auch von der Klangregelung des Verstärkers kommen oder vom Lautsprecher. Signalbegrenzungen, wie sie im Verstärker passieren, Crunch, Distortion, verlängern das Sustain. Eine zu niedrige Seitenlage und schlecht abgerichtete Bünde verkürzen hingegen das Sustain. Somit gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die zu objektiven oder subjektiven Sustain-Verkürzungen oder Verlängerungen führen können.